Ja, hallo und willkommen bei Ebag.com. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute möchte ich euch mal gerne eine Fahrradjacke vorstellen. Und zwar von der Firma Gonzo, diese Fahrradjacke, die ich jetzt gerade trage. Das ist die sogenannte Gonzo Herren Safe Term Fahrradjacke. Und ja, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Sie hat nämlich ein paar Besonderheiten und weiteres erfahrt ihr jetzt nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Dann werde ich euch jetzt mal erst die Jacke vorstellen. Wie gesagt, das ist eine spezielle Fahrradjacke. Ja, ich habe diese Jacke jetzt seit über 2 Wochen getestet auf Herz und Nieren und es ist meine absolute Lieblingsjacke geworden jetzt hier im Winter. Ja, weil sie erstmal warm hält, sie ist winddicht, wasserdicht und nun zeige ich euch mal, ja, was sie sonst noch so hat. Und zwar gibt es 2 Taschen, links und rechts außen. Da habe ich jetzt bei mir zum Beispiel hier einmal die Schlüssel, auf der rechten Seite mein Portemonnaie. Ihr seht, die Taschen sind groß genug, um hier auch solche Dinge zu verstauen. Und dann gibt es noch eine kleine Tasche, eine versteckte Tasche. Da kann man auch Wertgegenstände verstauen. Ich habe jetzt hier meine Brille dementsprechend verstaut in dieser kleinen Innentasche. Aber sie ist auch groß genug, um hier ein Handy, ja, der Größe, so wie ich es habe, mit meinem Sony 6,4 Zoll Handy dementsprechend zu verstauen. An den Ärmeln gibt es hier diese Bündchen. Sie schließen schön am Handgelenk ab, so dass auch kein Wind da durchkommen kann. Die Farbe, die ich jetzt habe, nennt sich Dakota Shadow. Und es gibt noch die Jacke in verschiedenen anderen Farben. Den Link zum Produkt habe ich euch in der Videobeschreibung beigefügt. Ebenso den Link zur Homepage von der Firma Gonzo. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken bei der Firma Gonzo, dass sie mir diese, ja, sehr tolle Fahrradjacke zur Verfügung gestellt hat. Da geht es meinen herzlichen Dank raus. Die Verarbeitung ist tipptopp. Ich zeige euch mal auch die Nähte. Ich hoffe, man kann es sehen. Es ist eine sehr, sehr gute Verarbeitung der Nähte, die überlappend sind und getaped sind, wie gesagt. Auch hier an dem Reißverschluss dementsprechend alles getaped. Dann hat die Jacke hier noch eine Kapuze mit dementsprechenden Bündchen, damit man das auch schön zuziehen kann, wenn es mal regnen oder stark windig sein sollte. Und das gleiche gilt auch hier unten. Da gibt es auch nochmal Gummibündchen, um dementsprechend von unten auch alles dicht zu machen. Ein besonderes Merkmal an dieser Jacke ist auch, dass sie sehr, sehr leicht ist. Gegenüber anderen Jacken, die ich jetzt normal trage im Winter, sind diese relativ schwer. Ja, aber auch dick. Natürlich, sie müssen ja im Winter warm halten. Und diese Jacke ist sehr dünn und sehr leicht. Und trotzdem wärmt sie optimal bei kalten Bedingungen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Das heißt, die kann man auch schnell mal im Rucksack packen und dann mitnehmen. Falls mal die Temperaturen ein bisschen kälter werden, hat man so eine prima Jacke, die einen vor Wind, Wasser und Kälte schützt. Die Jacke ist ausgelegt bis zu minus 10 Grad. Jetzt in meiner Testphase waren die Temperaturen immer zwischen 3, 5 Grad, teilweise 0 Grad. Daher 2 Daumen nach oben von Ebag.com für die Safe Term von der Firma Gonzo. So, meine Freunde, ich werde jetzt hier noch eine schöne Runde entlang der Wuhle machen und ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Tag. Dann würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer und Tipps und Tricks von Ebag.com zu verpassen. Es grüßt euch euer Tom und seid gespannt auf mein nächstes Projekt. Bis dahin, ciao.